Judith ist deine Freundin. Riss jetzt völlig ab. Du hast es endlich gecheckt. Dann halt dich da gefälligst raus. Spinnst du? Ich bin mit Christian zusammen und nicht mit dir. Wie kommst du überhaupt darauf? Ihr kennt mich alle mal. Der Wichser macht deine Freundin an und du lässt ihr es einfach so gefallen? Axel, das war doch nur ein Joke. Der Typ, der hat sie nicht alle. Ein Witz. Dann habe ich ihn irgendwie nicht kapiert. Axel! Was ich dir jetzt sage, ja? Das bleibt unter uns, okay? Klar. Christian und Judith haben sich getrennt. Was? Shh. Davon hat er mir gar nichts erzählt. Das ist auch erst gestern passiert. Ja, ich war dabei und ich sag dir, das war nicht schön. Scheißweiber. Scheißweiber, ich sag's dir. Wir haben den Pressefuzis extra deswegen nichts davon gesagt, weil die nur darüber schreiben sollen, wie Christian boxt. Besser ist es. Ja. Also. Hey, was war das denn für ein Auftritt? Ich dachte, es wäre alles klar zwischen uns, dass wir Christian bis zu seinem ersten Kampf unterstützen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie krass es für mich ist, dass du die ganze Zeit mit Christian rummachst? Das tun wir, um ihm zu helfen, weil er unser Freund ist. Hast du schon vergessen? Dann stell dir mal vor, ich würde die ganze Zeit mit einer anderen Frau rumknutschen. Aus reiner Freundschaft natürlich. Wenn die Frau ihre lesbische Beziehung geheim halten wollte, hätte ich absolut kein Problem damit. So. Dann hast du also auch kein Problem damit, dass Axel diese Flachzange mir eine reinzimmert. Der hätte mich fast ausgenockt. Was hat er getan? Nur weil er denkt, ich will seinem Kumpel Christian die Frau ausspannen. Mann, das habe ich nicht gewusst. Ich habe so keinen Bock mehr da drauf, Judith. Der soll dich noch einmal anpacken, dann kriegt das mit mir zu tun. Wow, das wird ihn schwer beeindrucken, ja. Scheiße. Hey, vergiss die Tusse. Tussen machen nur Stress, ist so. Was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einem Tumor? Der Tumor kann gutartig sein. Hm? Na komm. Aber den Typen, den sollten wir uns mal vorknöpfen. Diesen Fabian. Den würde ich gerne mal zeigen, wo beim Frosch die Locken hängen. Kannst du zur Abwechslung vielleicht einmal die Fresse halten? Hä? Ich hab's dir schon tausendmal gesagt und ich sag's jetzt zum letzten Mal. Mein Privatleben geht dich einen Scheißdreck an. Wir beide, wir sind Sparringpartner, mehr nicht. Schon okay. Lass alles raus. Dafür ist ein Freund schließlich da. Aber was deine Ex angeht, ich fand sie ja echt schnuckelig. Und dann lässt sie dich so kurz vorm Kampf hängen. Weißt du, Henker, was die an so einer kleinen Pissnelke findet? Hallo? Lass Fabian in Ruhe. Hast du das kapiert? Hey, Lampe wie dir lasse ich mir gar nichts sagen. Pass mal auf, was du sagst, ja? Hey, der Typ ist unterbelichtet, Junge. Bleib ruhig. Diese Bratzbirne, hat Fabian echt eine reingehauen? Ja, frag nicht wie. Der Typ ist ja wohl völlig Banane. Der ganze Plan mit Judith als Alibi-Freundin ist Banane. Okay, aber dass Fabian deswegen gleich verprügelt wird, das kann doch kein Mensch wissen. Ausgerechnet Fabian, der von Anfang an dagegen war. Sieht so aus, als könnte er ein paar Streicheleinheiten gebrauchen. Ja, ich glaube, das sieht nicht nur so aus. Hey, Fabian. Willst du was trinken? Geht aufs Haus. Hättest du so auch deinen persönlichen Bodyguard Axel bei Laune? Mit Freibier? Fabian, was Axel mit dir gemacht hat, das war scheiße. Sowieso, diese ganze Aktion mit Judith als Alibi-Freundin. Das tut mir leid, vor allem für dich und Judith. Mann, ich hatte nur meine Karriere im Kopf. Was das für euch bedeutet, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Schade, dass du nicht dabei warst, als Judith Axel lang gemacht hat. War echt vom Pflanzen. Echt?
Ich meine, wie soll's denn jetzt weitergehen? Mit Judith und dir und mir? Judith ist deine Freundin, Ende. Alles andere ist vorbei. Hoffentlich kriegt ihr eure Probleme wieder in den Griff. Also, wenn das mit Judith nicht mehr funktioniert, ja, dann suchen wir dir einfach ein anderes Mädel. Das kann doch so schwer nicht sein. Digga, wozu denn? Im Club hält mich keiner mehr für schwul. Also muss ich keinem mehr irgendwas beweisen. Hi. Hallo. Hi. Und, hast du Fabian noch mal getroffen? War im Krankenhaus bei Konstantin. Der wird gerade operiert. Ach so. Und wie geht's ihm? Er ist unglaublich tapfer. Eigentlich habe ich gehofft, Fabian zu treffen, aber der hat heute seinen freien Tag. Und hier ist er scheinbar auch nicht dran. Geh schon mal hoch. Später. Ciao. Ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Also, meine Einladung zum Südsee-Trip, die gilt natürlich immer noch. Lust?